Live aus Köln. Der Presseclub mit Jörg Schönenborn. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Ist das nicht ein herrlicher Sommer? Egal, wo die Deutschen jetzt aus dem Urlaub her zurückkehren oder in diesen Tagen vielleicht erst hinfahren, wenn es das Ausland ist, dann dürften sie fast immer Menschen getroffen haben, die von der Finanz- und Wirtschaftskrise weit stärker betroffen sind als die Deutschen selbst. Eigentlich geht es uns gut. Im ARD-Deutschland-Trend diese Woche haben wir so oft gefragt, wie bewerten Sie denn Ihre persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse? 76% sagen gut oder sehr gut. Aber das ist die Gegenwart. Der Blick in die Zukunft sieht anders aus. Die meisten Deutschen haben Sorge, dass ihre Altersversorgung nicht so ausfällt, wie sie es mal kalkuliert haben. Und rund die Hälfte fürchtet Altersarmut. Das hat auch mit niedrigen Zinsen zu tun, aber ganz viel damit, dass die Bundesregierungen, die SPD und Union in den letzten Jahren geführt haben, einträchtig seit an seit das Rentenniveau gesenkt und das Renteneintrittsalter angehoben haben. Jetzt im Wahlkampf werden Trostpflaster verteilt. Die meisten Parteien versprechen so etwas wie eine Mindestrente für Menschen, die ganz lange Beiträge gezahlt haben. Und auch älteren Müttern soll es ein bisschen besser gehen. 7 Wochen vor der Wahl fragen wir im Presseclub. Armutsfalle Alter, was von der Rente übrig bleibt. Und ich freue mich auf meine Gäste. Rainer Hank ist bei uns, der Leiter der Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Willkommen. Der Publizist Rudolf Hickel. Herzlich willkommen. Ich begrüße Eva Völpel von der Tageszeitung Taz und Birgit Marschall von der Rheinischen Post, dort Hauptstadtkorrespondentin. Beginnen wir mal mit den Menschen, die schon in Rente sind. Ende Juli, Anfang August gibt es immer eine kleine Überraschung auf dem Konto. Dann wird zum ersten Mal im Jahr der neue Rentenbetrag inklusive Rentenerhöhung überwiesen. Für Westrentner gab es eine Überraschung, nämlich 0,25% mehr. Das heißt, bei Rentnern mit 1.000 Euro im Monat 2,50 Euro. Ist das fair? Ist das angemessen, Frau Marschall? Die Rentner selber werden das natürlich nicht als angemessen empfinden. Es ist aber nötig gewesen und wird auch weiter nötig sein, dass wir bei den Rentenanpassungen, die sich nach der Lohnentwicklung richten, etwas wieder wegnehmen, was eigentlich eigentlich möglich gewesen wäre an Erhöhungen, weil wir nachholen Rentenerhöhungen der Vergangenheit beziehungsweise auch Rentenanpassungen, die eigentlich da stattgefunden haben und hätten nicht passieren dürfen. Also es gab in der Vergangenheit zum Beispiel Lohnsenkungen gesamtwirtschaftlich, woraufhin auch die Renten hätten sinken müssen. Das haben wir nicht gemacht aus politischen Gründen und deswegen wird das jetzt in diesem Jahr nachgeholt und deswegen fällt die Erhöhung für die Westrentner so gering aus. In unserem Presseclub-Gästebuch im Internet schreibt Klaus Fels, mit meiner Rentenerhöhung von 2,06 Euro vom 1. Juli an kann ich sicher die ab 1. August anstehende Nebenkostenanhebung der Miete nicht ausgleichen. Sicher ist nur, wenn es so weitergeht, muss ich bald in meine Gartenlaube ziehen, Herr Hank. Wird die jetzige Rentnergeneration fair behandelt? Tja, was ist fair? Ein philosophisches Thema, mit dem Sie den Presseclub beginnen. Wenn wir sagen, Fairness ist, dass der Vertrag, der ursprünglich eingegangen wurde, dass der eingehalten wird. Das heißt, dass wir die Rente als ein Umlagesystem zwischen denen, die Arbeit haben und zwischen denen, die jetzt, die früher gearbeitet haben und jetzt in Rente haben, dann ist es fair, weil das muss erwirtschaftet werden, das muss die Generation, die Arbeit hat, bezahlen für die, die früher Arbeit gehabt hat. Und da ist ein Glücksfall der Nachkriegsgeneration, ist ein bisschen zum Problem geworden. Das ist trivial zu sagen, aber wir sind alle, werden viel älter, wir sind viel gesünder, wir leben viel, viel länger. Und das heißt, die, die jetzt arbeiten, müssen viel mehr wuppen. Ich glaube, also um es noch mal kurz zu sagen, im Prinzip geht es fair zu. Wir werden einiges verändern müssen, darüber reden wir hier, aber im Prinzip geht es fair zu. Mhm. Frau Völpel, noch mal der Blick auf die, die schon in Rente sind. Wie schätzen Sie das ein? Ich glaube, dass auch die, die schon in Rente sind, natürlich in gewisser Weise sehen, was sich da alles verändert hat, auch in den letzten Jahren. Und dass es ein Gefühl davon gibt, dass es an manchen Stellen nicht mehr unbedingt fair zugeht. Und das, glaube ich, kommt da auch zum Ausdruck. Also was die Kürzungen angeht, was das Rentenniveau angeht, was konstant abgesenkt wird, was ja die Bestandsrentner auch schon trifft. Und nicht nur die,
diejenigen, die in Zukunft in Rente gehen. Ich glaube schon, da gibt es ein Gefühl von, muss das so eigentlich sein? Oder müssen wir nicht eigentlich noch mal darüber diskutieren, wie ein umlagefinanziertes Rentensystem anders sozusagen auch funktionieren kann, nämlich nicht unbedingt nur mit Rentenkürzungen? Das ist der Blick nach vorn, auf den ich gleich komme. Ich bleibe noch mal beim Status quo. Herr Hickel, Sie sind pensionierter Professor. Beamter. Wann immer wir dieses Thema an diesem Tisch ansprechen, kommt natürlich der Vergleich zu den Pensionären. Die kriegen dieses Jahr auch mehr Geld. Zweimal 1,2% kommt auch diesen Monat was drauf. Also rund 2,5% mehr für Pensionäre, für Westrentner 1/4% mehr. Naja, fair. Da kann man klipp und klar sagen, dass die Beamten privilegiert sind, aber in dem Fall auch ein vergleichsweise niedriges Niveau. Da will ich noch mal was sagen darf, wie kommt es eigentlich zu der Zahl, zu dem Zuwachs von 0,2%? Erstmal muss man sagen, es gibt keine Real-Rentensicherung. Das heißt, real verlieren die Menschen, wie an vielen anderen Stellen auch. Wenn weil wir 2% Inflation haben, oder? Weil wir ungefähr 1,6 bis 1,8% Inflation haben. Und das Zweite ist, Frau Völkel, Sie haben das dankenswerterweise angesprochen, wenn man sich die Rentenformel anschaut, dann ist in einem zentralen Punkt etwas genannt worden. Das ist die sogenannte, ich mache es jetzt ganz einfach, die Nachhaltigkeitskomponente. Also früher war es so, dass im Grunde genommen die Renten steigen relativ gut gekoppelt an die Lohnentwicklung. Die Lohnentwicklung in Deutschland ist ja vergleichsweise gut, das kann man ja sagen, berechnet das Statistische Bundesamt. Aber jetzt sehen wir, dass vor allem durch Rürup eingebaut worden ist, eine sogenannte Nachhaltigkeitsklausel. Das heißt also, wenn sich die Demografie sozusagen zu Lasten der Beitragszahler verschlechtert, dann wird weniger weitergegeben. Das heißt also, wir haben hier schon ein Reformelement insgesamt. Und das Zweite, was, glaube ich, ganz wichtig ist, die Durchschnittsrente sagt über die Wahrheit der Armut der Rentner in Deutschland relativ wenig aus. Wir müssen einfach sehen, dass im unteren Bereich, dass wir ungefähr 50% in Westdeutschland Rentner haben, die im Grunde genommen an der Grundsicherung liegen. Da reicht die Rente nicht mehr aus. Und da haben wir so eine Verkopplung, wenn ich es mal so erklären darf. Die Rente orientiert sich an der Lohnentwicklung, die aber nicht mehr voll weitergegeben wird. Aber es gibt immer mehr Rentnerinnen und Rentner, die eben nicht mehr ihre Existenz sichern können. Und deshalb müssen sie Grundaufschlagsbetrag bezahlen. Also insgesamt sehen wir das, was hinzukommt, wie Sie es angedeutet haben, noch viel schwieriger wird. Wir sehen, das Rentensystem ist immer weniger existenzsichernd. Das ist ein Riesenproblem in dem unteren Bereich. Es gibt Rentner, die auch sehr davon profitieren, eindeutig. Ja, aber das ist ja nun auch gerade gesagt worden bei den Rentenreformen, die Sie eingangs angesprochen worden haben, dass eben die Rente in Zukunft nicht mehr lebensstandardsichernd ist. Das wird auch so weitergehen aufgrund der demografischen Entwicklung, dass das Rentenniveau weiter sinkt und dass wir allenfalls erwarten können, dass ungefähr die Hälfte oder 40% des Lebensstandards von der gesetzlichen Rente finanziert wird. Und deswegen muss jeder, das haben die Regierungen seit 2001 gesagt, privat vorsorgen. Jetzt sagt Herr Hickel bestimmt gleich, viele können nicht privat vorsorgen. Vom Zustand heute, nicht von der Zukunft. Wir sind gebeten worden, vom heutigen Zustand zu reden. Aber auch die heutigen Rentner hätten müssen wissen, dass seit 2001, dass ihre Rente nicht mehr existenzsichernd oder beziehungsweise lebensstandardsichernd ist. Das heißt, wenn ich zusammenfasse, Herr Hank sagt, im Grunde gibt es für die heutigen Rentner eine Art Vertrag, der vor vielen Jahren ein Versprechen war. Der wird weitgehend eingehalten, aber langsam greift schon eine gewisse Reduzierung, die, sage ich mal, dieses Versprechen nicht mehr ganz einhält. Ich will diese Runde noch abschließend mit einer Beobachtung und Frage, die ja häufig gestellt wird. Wie gut geht es den Rentnern heute eigentlich? Haben wir Altersarmut? Sie haben das gerade angesprochen, Herr Hickel. Ich habe auch aus unserem Deutschland-Trend mal geguckt, wie die Rentner auf die Frage antworten, wie gut es ihnen geht. 70% der Rentnerinnen und Rentner sagen, mir geht es wirtschaftlich gut oder sehr gut. 24% sagen weniger gut, nur 6% sagen schlecht. Jetzt gibt es sicherlich dramatische Einzelfälle. Können wir sagen, dass es der heutigen Rentnergeneration insgesamt vergleichsweise gut geht, wenn man nach vorne blickt? Man kann sogar sagen, noch nie ging es einer Rentnergeneration so gut wie heute. Wenn man die Zahlen sich annimmt, das spucken immer viele, aber eine relativ verlässliche ist, im Schnitt hat ein Paar heute 2.800 Euro zur Verfügung. Das ist, glaube ich, vor Steuern. Da ist schon das drin, was sie selber vorgesorgt haben. Die Leute waren ja nicht blöd. Aber davon sind, glaube ich, 2.300 Euro von dem, was ihnen die gesetzliche Rente bringt. Beim Single ist das weniger. Und
von dem absoluten Betrag her gab es noch nie eine Rentnergeneration, die so viel hat. Das ist die Konsequenz aus der erfolgreichen wirtschaftlichen Nachkriegsgeschichte Deutschland und der klugen, rationalen Vorsorge. Das musste nicht erst durch Rürup gesagt werden. Die Menschen haben immer schon gesagt, ich lege noch was weg. Wir sind ein Volk der Sparer, die Sparquote ist hoch, es geht. Und gut. Ich glaube, man muss die Ausdifferenzierung viel mehr in den Blick nehmen. Also wir sind keine Gesellschaft mehr, wo alle sozusagen verpartnert oder verheiratet bis ins hohe Alter zusammenleben. Es gibt, die Scheidungsraten steigen, es wird auch weniger geheiratet, aber vor allem geht es jetzt um die, die sozusagen im Rentenalter sind und dann vielleicht nicht mehr den Partner an der Seite haben. Da ist ein ganz großes Problem Altersarmut bei Frauen, vor allem im Westen. Und ich würde sagen, natürlich gibt es noch einen großen Teil der Rentner, denen geht es gut. Aber wir sehen eben, dass es stetig bröckelt. Und wenn man sich anschaut, wie sozusagen heute der Rentenzahlbetrag ist von Menschen, die in Rente gehen, verglichen mit dem Rentenzahlbetrag, den Leute bekamen vor 10 Jahren, dann sieht man einfach, da geht deutlich was nach unten, je nach Fall zwischen 50 bis 100 Euro. Und das ist eine ganze Menge. Darf ich eine Zahl einbringen, wo man das genau das Gegenteil belegen kann? Ich bin auch für Differenzierung. Aber die Zahl derer, die sozusagen im Armutsbereich sich bewegen, nimmt zu. Und es gibt eine Zahl, die ist offiziell, das ist die sogenannte Grundsicherungszahl. Wenn ein Rentner mit seiner Rentenzahl, eine Rentnerzahlung nicht mehr existenzsichernd ist, dann hat er auf Hartz IV Anspruch im Sinne der Grundsicherung. Das sind ungefähr, um mal so eine Zahl zu nennen, sind so im Durchschnitt ungefähr mit Miete und Heizungskosten so 698. Wie viele Rentner sind das? 790. Genau, die Zahl hat zugenommen. Die liegt in der Zwischenzeit bei 500.000. Das heißt 20 Millionen. Ja, aber es heißt, 2,4%, das ist die relativ kleine Armengruppe im Vergleich. Wir haben ein Armutsproblem, aber woanders. Herr Hank, darf ich noch mal fertig werden? Wir kriegen ja jetzt eine Flut von Mails jetzt und Eintragsgästebuch, wo ganz viele sich melden, die davon betroffen sind. Ich will es noch mal so eingrenzen. Die Zahl, Sie haben völlig recht, die ist vergleichsweise, Sie haben auch darauf hingewiesen, noch niedrig. Aber sie wächst. Sie wächst deutlich. Und wir haben bei Frauen in Westdeutschland, vor allem in Ostdeutschland, haben wir immer mehr, die an der Existenzsicherungsgrenze sind. Und der Staat muss sozusagen etwas dazukommen. Herr Hank, Sie haben methodisch, wenn ich so sagen darf, einen Fehler gemacht. Wenn Sie über den Zustand der Rentner reden, dann dürfen Sie natürlich nicht jetzt über die Rentner reden, die auch Vermögen haben. Wir reden nur über die gesetzliche Rentenversicherung. Die hat eine Abgabe. Wie geht es Ihnen? Über 50% haben. Von denen, die auch bisher nicht in der Lage waren, Vermögen zu bilden. Die liegen mir am Herzen. Herr Hickel, Herr Hank, ich habe versucht, so etwas wie eine Basis zu legen für das, was wir jetzt besprechen wollen. Ich wollte den Blick auf die heutigen Rentnerinnen und Rentner, um dann über das zu sprechen, was auf die heutigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zukommt. Ich stelle fest, es gibt eine Rentnergeneration, der es verglichen mit früheren und künftigen sehr gut geht. Was nicht bedeutet, dass es nicht auch unter den heutigen Rentnern einige gibt, die auf Grundsicherungen angewiesen, die also arm sind. Die Rentenreformen der letzten 15 Jahre haben im Kern zwei Dinge bewirkt. Man geht später in Rente, sprechen wir gleich drüber, Rente mit 67 oder vielleicht sogar 69 oder 70. Und das andere Kennzeichen ist, dass das Rentenniveau, das ist fiktiv, also wie viel bleibt im Durchschnitt von dem Einkommen, das ich vorher hatte, netto als Rente übrig. Das war bei meinen Großeltern 70%. Und das wird, wenn ich selbst in Rente gehe, auf 43% abgesunken sein. Frau Marschall, das klingt dramatisch. Von 70% meines Lebensstandards auf 43% meines Lebensstandards. Ist das, wie es so schön heute heißt, alternativlos? Ja, das ist alternativlos. Denn wir haben ja diese Reformen gemacht, weil wir gesehen haben, dass wir in diese demografische Falle, sage ich mal, hineinlaufen, dass wir eben eine zu geringe Geburtenrate haben, dass zu wenig Beitragszahler nachkommen und dass auf der anderen Seite die Rentnerzahlen eben immer größer werden und dass wir auch eine steigende Lebenserwartung haben. Menschen werden heute 20 Jahre älter, als sie nach dem Krieg wurden. Also sie werden auch deswegen 20 Jahre lang länger Rente beziehen. Und deswegen waren diese Reformen absolut notwendig. Und wir sollten ja, habe ich ja schon gesagt, privat vorsorgen. Und viele haben das ja auch schon begonnen. Und es gibt sehr viele Menschen, die andere Vorsorgebausteine haben, also eine Riester-Rente oder sie haben eine betriebliche Altersvorsorge oder sie haben Aktienfonds oder sie haben sich eine Eigentumswohnung gekauft. Und, das darf man ja auch nicht vergessen, wir haben ein Erbschaftsvolumen, das enorm ist. 250 Milliarden Euro wert ist dieses Erbschaftsvolumen. Und da das werden viele Menschen, können trifft. Sich, es trifft natürlich nicht alle und darüber werden wir ja gleich noch reden. Wir haben eine Spaltung der Gesellschaft, wir haben auf der einen Seite die wirklich
gut versorgt sein werden, die vermögend sein werden. Und wir haben eine wachsende Zahl, stimme ich zu, von Armutsrentnern, die im Moment noch relativ wenig sind. Also ich würde sie auch so bei 2 bis 5% vielleicht sehen. Aber diese Zahl wird ansteigen, weil wir ja natürlich die gebrochenen Erwerbsbiografien haben, auch gerade in Ostdeutschland, wo Menschen eben lange auch arbeitslos waren und so weiter. Gerade vor diesem Hintergrund, von 70 auf 43%. Alternativlos? Nee, ich sage, es gibt Alternativen dazu, ganz klar, und möchte nur 2 Punkte mal aufgreifen. Also ich finde es immer wieder erstaunlich, wie die Rentendebatte sich eigentlich fokussiert einzig und allein auf den Aspekt der Demografie. Sozusagen auszurechnen, wir haben so viele Arbeitnehmer und die müssen in Zukunft so und so viele Rentner versorgen und die Zahl der Rentner steigt. Die Zahl der Rentner steigt, ja, aber man muss sich angucken, dass sozusagen Anfang der 70er Jahre, wenn man sich angeschaut hat, wie viele Erwerbstätige waren im Arbeitsmarkt, wie viel haben die versorgt, dann haben sie zwar weniger Rentner versorgt, aber es gab eine viel größere Zahl von Kindern und Jugendlichen, die auch mit versorgt werden mussten. Das heißt, man muss den Blick auch mal ein bisschen weiten darauf, wie dieses Rentensystem funktioniert und dass es durchaus Alternativen gäbe. Und da komme ich zu dem Punkt von der Frage, natürlich Umverteilung. Ich meine, dann reden wir über sehr große Themen, dann reden wir darüber, wie das Lohngefüge sich entwickelt hat und reden wir auch darüber, wie sozusagen Löhne in die Sozialkasse fließen. Und ich würde sagen, es gibt an vielen Punkten die Möglichkeit, tatsächlich andere Reformwege einzuschlagen und nicht das Rentenniveau auf 43% absinken zu lassen. Ich würde auch sagen, Frau Marschall, alternativlos ist es nicht. Die Frage ist nur, ob es bessere Alternativen gibt. Und er ist doch der Philosoph. Mit meinem Mini-Verständnis eben. Ich bin der Philosoph und nicht der Mathematiker. Aber auch so viel habe ich begriffen. Es gibt im Grunde relativ wenige Möglichkeiten, wenn wir das Thema, und ich würde immer sagen, das ist was Positives der Langlebigkeit, wer heute geboren wird, wird 100, das ist doch toll und wird gesünder sein. Aber entweder senken wir das Rentenniveau, das haben Sie gesagt, oder wir erhöhen die Beiträge. Das Rentensystem ist ja nach wie vor ein äquivalentes System. Also wer mehr einzahlt, kriegt mehr raus. Wer weniger auszahlt, bekommt weniger raus. Da würde ich sagen, sollten wir dran festhalten. Also entweder gibt es später weniger und die Leute sorgen vor. Oder aber vorher muss mehr gezahlt werden. Oder es wird länger gearbeitet, dann muss man weniger Langrente auszahlen. Oder wir machen es über Steuern. Das wäre aus meiner Sicht die allerschlechteste Variante, weil wir es heute schon sehr viel mit Steuern machen, soll man ja nicht unterschlagen. Umverteilung machen wir heute schon sehr viel, aber es geht dieser Äquivalenzgedanke, wer mehr gearbeitet hat, bekommt auch im Alter mehr, was aus meiner Sicht ein Fairnesskriterium ist, geht verloren, wenn wir das über die Steuern machen. Mehr Alternativen gibt es nicht. Ich kann nicht unbedingt über Steuern. Ja, Sie haben es noch nicht, die Katze noch nicht aus dem Sack gelassen, was Sie damit meinen. Wir müssen zur Logik des Systems. Lassen Sie Frau Töppel die Katze aus dem Sack lassen. Sozusagen, es geht einfach auch darum, sich noch mal anzugucken. Wir haben Produktivitätszuwächse, die spielen einfach eine Rolle, wenn man auf das Rentensystem guckt, nicht nur die Demografiefrage. Und da muss man sich natürlich fragen, wo sind diese Produktivitätsgewinne gelandet letzten Endes? Und ich meine, gut, in den letzten 2 Jahren haben wir reale Lohnsteigerungen in Deutschland. Wir haben aber 10 Jahre hinter uns, wo es Reallohnsenkungen gegeben hat. Und das ist sozusagen ein zusammenhängendes System, kommunizierende Röhren. Und um diese Fragen muss man eben auch debattieren, wenn man um die Umlage finanziert. Aber wo holen Sie das Geld her, wenn Sie das Rentenniveau nicht auf 43% absenken wollen? Das haben Sie noch nicht gesagt. In der Logik der Reform, um die Frage zu beantworten, die Leitfrage ist, ist in dem System gleichsam angelegt eine wachsende Altersarmut, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Da muss man der Logik des Systems sehen, 2 Fehlentwicklungen. Die geben übrigens heute auch der Schöpfer dieser Reform zu, beispielsweise mein Kollege Rürup. Das Erste, was unterschätzt worden ist, dass wir immer mehr eine Spaltung des Arbeitsmarktes haben. Den sogenannten Vollzeitarbeiter mit Vollzeitrente, 45 Jahre, der berühmte Eckrentner, den gibt es nicht mehr. Das ist das eine, was das System ins Wanken bringt. Aber das Zweite ist etwas ganz Entscheidendes und darauf muss man eingehen. Das halte ich für den großen Grundfehler der Reform. Man führt ja die gesetzliche Absicherung, wie Sie gesagt haben, auf 43% bis 2030 zurück mit einer Idee. Nämlich der Idee, das, was nicht mehr vom Gesetzgeber kommt, nicht mehr von den gesetzlichen Rentenversicherungen kommt, wird aufgefüllt durch Kapitalvorsorge. Dafür hat man die Riester-Produkte gemacht. Da hat der Staat gesagt, ihr kriegt was, wenn ihr Kapitalvorsorge macht. Und der Urfehler, der sich jetzt bitterböse rächt. Ich war immer ein Kritiker dieser kapitalgedeckten Umbaus. Warum? Wir haben für normale Menschen,
die auch für die Rente, fürs Alter vorsorgen, haben wir sie sozusagen die Abhängigkeit von höchst instabilen Finanzmärkten gebracht. Wenn Sie heute eine Riester-Rente, wir haben ungefähr Riester-Rente beanspruchen, 4% des Einkommens zurzeit, ungefähr 17 Millionen Menschen. Die Zahl geht zurück. Es gibt Kritik daran, dass wenn Sie beispielsweise ein Sparkonto machen, sind Sie natürlich abhängig von den niedrigen Zinsen. Das heißt also, am Ende ist die Idee, die man ja diskutieren kann, wir sagen 43,2% und das andere füllt man auf, sozusagen durch private Kapitalvorsorge. Da hat der Gesetzgeber übrigens übersehen, dass es immer eine wachsende Zahl, vor allem von Frauen gibt, alleinerziehende Mütter, die gar nicht in der Lage sind, die Kapitalvorsorge zu brauchen. Das ist die Quelle der Entstehung von Armut. Ich bin Ihnen für beide Punkte dankbar. Sie haben jetzt mit dem Hinweis auf die private Säule die Brücke zu unserem nächsten Thema gebaut. Ich will nur noch mal festhalten, was Sie davor gesagt haben, weil es mir logisch erscheint. Wenn ich allein im System der gesetzlichen Rente das Niveau absenke und wenn ich heute nicht mehr typischerweise Menschen habe, die 45 Jahre einzahlen, dann folgt daraus ganz logisch, es wird mehr Menschen geben, die von ihrer Rente nicht leben können. Das liegt in der Logik der Sache. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Deswegen war die Empfehlung... Aber schon sogar der Satz von der Rente leben, der ist schon falsch. Wir können nur zur Hälfte von der Rente leben. Frau Marschall, das ist aber ein ganz wichtiger Paradigmenwechsel. Ja. Meine Großeltern gingen selbstverständlich davon aus, mein Vater auch, dass er von seiner Rente leben kann. Aber noch einmal, weil ganz viele 65 gar nicht so alt geworden sind. Ja, nicht? Frau von der Leyen ist die beste Beraterin in dem Fall. Warum hat sie eine Grundsicherungsrente oder Leistungsrente von 850 Hegel, gefordert? Weil es nicht mehr ausreicht. Ist genau das Ergebnis. Ja. Jetzt lassen Sie weg. Aber das ist vielleicht sogar der Kernsatz dieser Sendung, dass man lernen muss, ob man das gut oder schlecht findet und ob das jetzt moralisch okay ist oder nicht, lassen wir mal alles auf Seite. Aber dass wir lernen müssen, viele Menschen werden von ihrer Rente anders als früher nicht mehr leben können. So ist es. Also ich bin da nicht ganz einverstanden, weil man muss dann auch lernen und in einer Zeit der mehr oder weniger Vollbeschäftigung, in die wir kommen, man muss auch wissen, dass ich meine Arbeitsbiografie selber aktiv gestalten kann. Und wenn ich Teilzeit nur arbeiten will oder womöglich auch gezwungen bin, das will ich nicht in Abrede stellen, dann hat das Auswirkungen, solange die Rente an den Lohn gebunden ist. Das ist ganz einfach. Aber ich kann mein Leben anders gestalten. Wenn ich sehr viel rausnehmen will, muss ich halt einen Vollzeitjob haben. Jetzt, Frau Marschall, jetzt sind Sie dran, aber verbunden mit meiner Frage, damit wir zum nächsten Thema kommen können. Herr Hickel hat es angesprochen, Riester-Verträge mit Verzinsungen von 1,% war die Idee, dass ich am Kapitalmarkt meine Altersvorsorge verdiene, ein Flop? Nein, war sie nicht. Nein, ich widerspreche. Jetzt ist Frau Marschall aber dran. Verzinsungen sind etwas, das ist nicht statisch, sondern die Zinsen schwanken. Und wir sind halt gerade in einer Niedrigzinsphase. Die Eurozone ist natürlich auch ein Sonderfall. Deswegen werden wir noch ein bisschen länger in der Niedrigzinsphase bleiben. Viele Menschen leben da nun leider nicht. Ja, aber man kann Geld auch außerhalb der Eurozone anlegen, wo es höhere Verzinsungen gibt. Also diese Niedrigzinsen sind ja nicht auf ewig festgeschrieben. Und insofern, also die Riester-Verträge, wenn sie gute Verträge sind, werfen auch noch eine Rendite ab. Also sie sind kein Flop und gerade auch für Geringverdiener, weil das immer geschrieben wird, sei ein Flop für Geringverdiener, das ist falsch. Man sollte auf jeden Fall diese staatliche Zulage mitnehmen und man sollte natürlich immer gucken, was ist das für ein Vertrag, der da vor mir liegt. Und da liegt einiges im Argen bei den Riester-Verträgen. Es gibt gute und schlechte Verträge und das wird dem Verbraucher nicht richtig transparent gemacht. Also die Berater sind nicht umfassend genug und die Sache ist auch überbürokratisiert weiterhin. Es gibt zu hohe Verwaltungskosten. Also ich bin unbedingt dafür, bei den Riester-Verträgen wieder weiter zu reformieren, obwohl wir ja diese Legislaturperiode wurde da schon so ein bisschen dran rumgedoktert. Aber die müssen weiter verbessert werden und jeder muss sich natürlich zusätzlich auch noch überlegen, was mache ich außer Riester auch noch. Die Stiftung Warentest sagt nach der Prüfung vieler Finanzmarktprodukte, private Altersvorsorge sei heute ein Glücksspiel. Das DIW hat ja auch mal einen schönen Satz geprägt. Es würde sich fast mehr lohnen, das Geld in den Sparstrumpf zu stecken, also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Ist aber auch widerlegt worden.
Aber es gibt natürlich sehr problematische Produkte. Und ich würde sagen, das Hauptproblem besteht doch darin, man senkt das Rentenniveau ab. Man sagt, Leute, ihr müsst vorsorgen. Aber gerade die Gruppe, um die es vor allen Dingen gehen müsste, weil sie sozusagen durch eine private Altersvorsorge wirklich abgesichert werden muss, die kann es nicht machen. Das ist und bleibt ein Fakt. Also wir haben rund die Hälfte der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die unter 1.500 Euro brutto im Monat verdienen, hat keine Riester-Vorsorge. Und ein großer Teil, ich glaube 20% der Verträge ruhen ja auch. Man kann davon ausgehen, dass sie ruhen, weil die Menschen eben das Geld nicht mehr haben. Und das ist ein Riesenproblem. Und diesem Problem muss man sich natürlich irgendwie annehmen und man muss da Lösungen finden, selbst wenn man es systemimmanent findet. Also selbst wenn man es sozusagen innerhalb des Systems mit Riester weiterhin lösen möchte. D'accord, aber wenn wir einen Moment noch mal über Riester und die Leute, die es haben oder überlegen, es zu machen, reden, dann muss man doch sagen, dass Riester im Moment so schlecht rentiert und noch nie super gut rentiert hat, aber im Moment so schlecht rentiert. Da ist nicht der Herr Riester dran schuld, sondern der Herr Draghi. Der Herr Draghi, der gesagt hat, bis 2015 wird es noch niedrige Zinsen geben. Und das ist gewollt. Die Rentner, da kann man sich schon drüber empören, die Rentner zahlen im Moment auch für die Euro-Krise. Weil was im Moment passiert, ist eine schleichende Inflationierung. Die Gläubiger zahlen und die Schuldner werden langsam entschuldet. Das ist eine Art, wie Staaten sich im Moment entschulden. Woran liegt das? Das liegt natürlich schon daran, dass man so eine politische Regulierung macht, dass man die Leute in falsche Produkte scheinbar mit Anreizen, es gibt eine Zulage, reingeprügelt hat oder ihnen das zumindest sehr schmackhaft gemacht hat. Und dann hat man gesehen, das sind Produkte, die sahen sicher aus, dann haben sie ganz viel Staatsanleihen drin und die sind nun gerade das Problem. Aber ich würde also sagen, da kann man nicht sagen, die Menschen sind alle nicht so auf und ich bin auch kein guter Anleger, aber man sollte das den Menschen freistellen. Interessanterweise gab es vor kurzem von der EZB eine Vergleichsstudie über die Vermögen in Europa. Und da sah man, dass in Südeuropa die Menschen viel klüger mit Immobilien und mit anderen Sachen. Ja, aber sie ist einigermaßen korrekt. Das liegt jedenfalls nicht an den Rentenerwartungen. Wir haben besonders schlecht, unter anderem mit solchen staatlichen Regulierungen, das Geld angelegt. Da muss ich was sagen. Wenn wir nicht weiter über Riester sprechen, denn viele Menschen sitzen zu Hause und gucken einfach, sag mal, auf ihr Konto mit den Bundesschatzbriefen oder auf ihre Staatsanleihen oder Anleihefonds, ihre Lebensversicherung, wo man jährlich eine Prognose bekommt und jedes Jahr im Moment in der Post gucken kann, dass noch weniger ausgezahlt wird als am Anfang mal. Mein System, ich finde es auch jetzt nicht weiterführend, dass man die Euro-Krise jetzt auch noch dafür schabbar hat. Das Entscheidende ist was anderes. Das Entscheidende ist, ich weiß damals, wie argumentiert worden ist, mit dem Argument, Finanzmärkte sind weltweit unerschöpflich und sie sind immer stabil. Und nun kommt nicht die Euro-Krise, sondern wir haben eine schwerste Finanzmarktkrise. Und seit der Finanzmarktkrise haben wir ein Anlegerproblem. Und es geht ja nicht, es geht beispielsweise, Herr Schön, Sie haben genannt, Lebensversicherung. Die Garantieverzinsung wird zum Teil von 1,75% jetzt sogar abgeschafft. Aktien, würden Sie wirklich ernsthaft jemand empfehlen, der von einem Budget von 2.000 Euro seine Altersvorsorge mal in Aktien zu spekulieren? Wenn Sie Immobilien durchgehen, haben Sie große Fondskrisen, Schiffsfonds, alles bricht zusammen. Und dann ist meine Grundthese ist, dass wenn man, zwar zwangshaft, jeder soll die Finanzmärkte nutzen, wobei Sie auch, wenn wir beide nachher diskutieren, Sie sagen, Sie haben 50.000 Euro, hey, geben Sie mir mal einen Anlagevorschlag, dann werden wir schnell rauskommen, dass da nicht viel Rendite rauskommt, weil das alles so schwierig ist. Mein Grundproblem ist, dass man die Menschen, die existenziell von Rente abhängig sind, dass man die von Finanzmärkten mit ihrem Volatilität, mit ihren Krisenpotenzialen abhängig macht. Das ist der Grundfehler. Und dann spielt die Euro-Krise rein. Aber der Grundfehler ist, dass man damals sich wenn wir uns einfach eine Skala vorstellen oder einfach so eine, so eine Skala. Und früher war die Altersvorsorge komplett staatlich organisiert über die Rentenversicherung. Und Riester und andere Gesetze haben dazu geführt, dass der Hebel, sag mal so, auf Mitte gestellt worden ist. Und der Appell an die Bürgerinnen und Bürger ist, für die Hälfte sorgen wir noch staatlich organisiert mit der Rentenversicherung. Ein Teil, wie auch immer. Und der Rest, den besorgt euch jetzt selber, indem ihr spart und entweder eine Wohnung kauft oder es anlegt oder wie auch immer. Also wenn wir uns vorstellen, dass in der Euphorie der Finanzmärkte Anfang der 2000er Jahre dieser Hebel ein Stück weit auf privat umgelegt wurde, Frau Marschall, Herr Hank, finden Sie das dann rückblickend noch richtig oder würden Sie sagen,
man hätte den Hebel vielleicht doch nicht so weit umlegen sollen. Doch, ich finde das absolut richtig. Wir werden ja auch international gelobt für unsere Rentenreformen. Auch gerade für Rente mit 67 und so, das haben wir ja noch nicht angesprochen. Das Kapitaldeckungsverfahren ist jetzt nicht deswegen kaputt oder desolat oder falsch, nur weil wir die Finanzmarktkrise hatten oder weil wir jetzt gerade die Eurokrise haben. Kapital verzinst sich und das verzinst sich auch, das erwirtschaftet Renditen dann eben außerhalb der Eurozone. Und wir werden erleben, dass auch heutige Rentnergenerationen und auf jeden Fall auch wir wieder höhere Renditen erzielen werden. Und dass unsere Riester-Verträge, dass wir vielleicht da irgendwann auch mal wieder froh drüber sind. Also insofern, das ist jetzt im Moment eine okay. Phase, also, durch die wir alle sagen, übrigens durch, alle Sparer, müssen da durch. Solange die Weltwirtschaft wächst, wird man den Menschen raten müssen, sich daran zu beteiligen. Das sind die Renditen, die dabei rauskommen. Natürlich, die Sache ist riskant, aber riskant ist das ganze Leben. Und man sagt nur, und ein Satz zu diesen Aktien. Man hat immer gesagt, für das Alter soll man keine Aktien, weil wenn man nun gerade 65 wird und dann haben wir gerade mal so eine kleine Finanzmarktkrise wieder, ist es blöd gelaufen. Aber dabei ist immer unterschlagen worden, man braucht ja nicht zum 65. Geburtstag das ganze angesparte Vermögen auf einen Schlag. Man lebt ja da noch im Schnitt 20 oder 25 Jahre. Und dann, hat noch jede Kurve gezeigt, geht es weiter nach oben. Im Moment, der DAX ist auf einem Höchststand. Nun kann man sagen, es ist wieder ein Bubble und irgendwann geht es wieder runter. Ist schon wahr. Aber Höchststand ist Höchststand. Ich halte einfach fest, dass wir da zwei Fraktionen am Tisch haben. Allerdings. Diejenigen, die froh wären, der Hebel wäre auf Stellung Start geblieben. Und diejenigen, die sagen, dieser Schwenk in Richtung Privat war richtig. Dass gezwungen wird, jemand, der 1.500 Euro ist, gucke mal. Gucke mal in den Kalender. In 7 Wochen wird gewählt. Wenn man das Thema Rente in den Wahlprogrammen der Parteien anguckt, dann merkt man, Frau Vöppel, dass das, was das umstrittenste der letzten Jahre war, nämlich die Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre, zumindest von den großen und wahrscheinlich die Regierung tragenden Parteien nicht in Frage gestellt wird. Da wird ein bisschen an den Details gefeilt, also ob jetzt jemand, der so und so lange eingezahlt wird, auch schon mit 65 den vollen Satz kriegt. Aber dieses Prinzip Rente mit 67 ist überwiegend unumstritten. Richtig? Nee, nicht ganz, würde ich sagen. Also es gibt natürlich die Linkspartei, bei der ist es nach wie vor... Die lehnt deswegen habe ich gesagt, Parteien, die wahrscheinlich die Regierung gut, tragen. Ja, da haben Sie völlig recht. Das habe ich kurz überhört. Ja. Nein, aber wichtig, aber, dass Sie es ansprechen. Ja, ja bei der SPD sieht man ja, die SPD, also man hat das Gefühl, sie hat jetzt eine Linie gefunden. Sie hadert aber letztendlich noch mit dieser Entscheidung. Und sie hat jetzt sozusagen sowas wie so ein Rente mit 67 Moratorium erstmal erlassen. Und dann will man weiter gucken, wie sich das entwickelt. Und ich finde, was auffällig ist, ist, dass wir sozusagen, als der Wahlkampf noch lange nicht begonnen hatte, war Rente ein großes Thema und Frau von der Leyen dachte ja auch, sie macht einen großen Wurf sozusagen mit dieser Lebensleistungsrente. Ich bin beim Renteneintrittsalter, 67 Jahre. Okay, gut, ich wollte noch gerne ein bisschen weiter ausholen, aber... Ich habe die Uhr im Blick und komme da gleich auch noch gerne drauf. Herr Hank, glauben Sie, das bleibt dabei? Der Handwerkspräsident hat jetzt gefordert, Rente mit 70. Ja, also man kann Herrn Müntefering nicht genug dafür loben. Das ist eine der ganz zentralen Reformen, die Rot-Grün zu Anfang des Jahrtausends durchgeführt hat. Und Rente mit 67 ist tatsächlich die humanste Form und die beste Form, wie wir das Thema der Rentenkürzung bezogen auf die Langlebigkeit. Gucken Sie sich den 70-jährigen Herrn Hickel an, gucken Sie sich Mick Jagger an. Das sind alles hochaktive Menschen und denen will man verbieten, denen will man sagen, dass sie mit 65 ausscheiden. Nein, die können weiterarbeiten, die wollen weiterarbeiten. Es gibt jetzt schon eine viel höhere Erwerbsbeteiligung der älteren Menschen. Das zeigt sich da und wir werden irgendwann mal, das muss Schritt halten mit der längeren Lebenszeit. Die Formel, die die Forscher dafür hat, ist 2:1. Das ist genial. Das heißt, für alle 2 gewonnenen Lebensjahre im Schnitt der Lebenserwartung werden wir 1 Jahr mehr arbeiten müssen. Das wird funktionieren. Das glaubt nur komischerweise niemand. Ist das nicht ein Gedanke, der fair klingt, wenn eine Generation 2 Jahre älter wird als die Vorgängergeneration? Darf sie 1 Jahr davon den Ruhestand genießen und muss 1 Jahr davon arbeiten? Also erstmal will ich noch mal sagen, 67 führt bei vielen Menschen, wenn sie einen Stahlarbeiter sehen oder einen Dachdecker, führt zu Rentenabschlägen, weil er das nicht erreicht. Dann kriegt er, wenn er für jeden Monat 0,3% abgezogen. Das ist die Realität. Das Zweite ist, und da nehme ich das Thema schon ernst, es gibt eine große Debatte, das sogenannte Age Management.
Da haben die Unternehmer haben einen riesen Nachholbedarf. Ich bin auch der Meinung, dass Menschen, die freiwillig wollen, weiterarbeiten, dass die die größten Chancen bekommen, das auch zu tun. Vielleicht auch in meiner eigenen Biografie, aber ich will auch, dass jemand, eine Krankenschwester, die ab 65 gerne noch bis 67 arbeiten wird, dass die eine Arbeit hat. Aber jetzt schauen Sie mal in die Betriebsstätten rein, da gibt es keine Arbeitsplätze. Und deshalb finde ich jetzt, ich sage es mal vorsichtig, die Debatte Age Managing, da hat jetzt das IAB, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, eine sehr gute Studie darüber gemacht, dass in den Betrieben, stellen Sie mal vor, im Stahlbetrieb, wo wollen Sie den 66-Jährigen hinstellen im Stahl? Ich kenne nur sehr gut die Stahlbranche. Vorne an Abguss geht es nicht. Wo setzt denn hin? Das heißt also, wir haben Menschen in der Industrie, auch im IT-Bereich, die würden sehr gerne weiterarbeiten, aber es gibt die Arbeitsplätze nicht. Und ich würde das verkoppeln und sagen, dass die Unternehmen auch gefordert sind, die ja auch wegen Fachkraftmangel, Mangel hat es ja große Bedeutung, auch wirklich Arbeitsplätze schaffen, Bedingungen für solche Arbeitsplätze. Solange das nicht geht, bleibe ich bei der SPD mit ihrem Moratorium. Ich komme jetzt, ohne die Voraussetzung, haben die Meinungen ausgetauscht. Ich würde gern den Rest der Sendung noch nutzen, da anzuknüpfen, wo ich Frau Völpel eben unterbrochen habe. Auch zu den Wahlversprechen der Parteien gehört für Menschen, die sehr lange gearbeitet haben, aber trotzdem rechnerisch nur eine Rente haben, die unter der Grundsicherung liegt, dass man sagt, die sollen das dann aufgestockt bekommen. Das will die Union mit der Lebensleistungsrente, bei den Grünen heißt das Garantierente, bei der SPD heißt das Solidarrente. Die Linke will es weitgehend unabhängig von Bedingungen, nur die FDP will das nicht. Kommt das nach der Wahl, 850 Euro für alle, die, sagen wir mal, 30, 35 Jahre eingezahlt haben? Ich würde sagen, es kommt was. Also ich glaube, das Thema ist so groß geworden und es ist sozusagen auch schon so vorbereitet, dass da irgendwas kommen wird, sei es jetzt mit CDU-FDP-Regierung, sei es in der Großen Koalition. Die Frage ist nur, was kommt? Und ich glaube, da muss man sehr genau in die Details gucken, weil man redet ja immer von 850 Euro. Das ist ja sozusagen aber auch das Höchstmaß. Das Grundsicherung ist 690 zum Vergleich. Genau, ne? Und es kommt natürlich sehr darauf an, wie die Kriterien sind, die Zugangskriterien. Also wer bekommt so eine Rente überhaupt? Und sind es am Ende überhaupt 850 Euro? Und es gibt ja viele Wissenschaftler, die das jetzt schon durchgerechnet haben und die dann zu solchen Ergebnissen kommen, wie oft wird es für die Menschen, um die es eigentlich geht, gar nicht möglich sein, an diese Rente ranzukommen. Weil die gar nicht 30 oder 40 Jahre gearbeitet haben. Frau Marschall, ist das ein Trostpflaster oder ist das eine ernsthafte Verbesserung? Also es wird da, also das müssen wir, glaube ich, abwarten. Also es wird auf jeden Fall eine Antwort gesucht auf die Frage, was ist mit Menschen, die wirklich lange eingezahlt haben, 35 oder 45 Jahre, und dann eben eine Rente unterhalb der Grundsicherung bekommen. Das ist ehrlich gesagt auch jetzt schon der Fall. Aber man hat eben Angst, dass zunehmend Menschen das begreifen und dass sie dann eben gar nicht mehr in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, weil sie dann natürlich sagen, mein Gott, was soll das? Das ist ja rausgeschmissen. Das Geld aus individueller Sicht. Ich kriege ja eh die Grundsicherung, dann brauche ich auch nicht mehr in die Rentenversicherung einzahlen. Deswegen glaube ich, muss es da auch eine Antwort geben. Das gibt übrigens große Unterschiede, weil die Lebensleistungsrente ist ja nur 10 bis 15 Euro, soll die über dem Grundsicherungsniveau sein. Ich glaube, das ist zu wenig, also um eben diesen Abstand herzustellen, damit Menschen einen Anreiz haben, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Aber wir müssen eben auf der anderen Seite sehen, was für enorme Kosten das verursacht. Also 850 Euro Solidarrente, das sind zweistellige Milliardenbeträge, die wir aus Steuermitteln wahrscheinlich dann aufbringen müssen. Das müssen wir erstmal haben. Da muss man auch mal die SPD loben, weil die wenigstens ehrlich sagen, das geht nicht ohne Steuererhöhungen. Und die Grünen sagen das auch. Und die CDU, wie sie so ist, verschwiemelt wieder alles und sagt, das kriegen wir schon irgendwie mit der Portokasse hin. Das muss man deutlich sagen. Nein, es ist nicht mit der Portokasse zu kriegen, egal wie viel Geld man... Herr Hickel, Herr Hank, in anderer Reihenfolge zum Schluss an Sie beide dann noch mal zugespitzt die Frage. Sie haben gesagt, die Wirtschaft boomt, die Aktien haben eine Os. Ich habe eingangs gesagt, vielen Menschen in diesem Land geht es gut. Würde es unserer Gesellschaft nicht gut anstehen, zu sagen, es soll keine ganz armen Rentner geben, sondern wir suchen einen Weg dahin, dass, sagen wir, 850 Euro für jeden drin sein müssen, der gearbeitet hat?
bin ich sehr dafür. Die Frage ist, wo man da ansetzt. Und ich würde sagen, im Erwerbsleben muss angesetzt werden. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Leute die Möglichkeit haben, zu arbeiten, was sie wollen und was sie können. Und dass sie von diesem Verdienst dann auch, soweit es geht, für das Alter vorsorgen können. Also ich bin ganz Ihrer Meinung, glaube aber, das ist kein Thema der Rentenpolitik. Es ist eine Frage der Bildungspolitik und es ist eine Frage der Arbeitsmarktpolitik. Ich habe jetzt einen drauf, ich mache noch ein Fass auf. Man könnte sich ja mal überlegen, ob man wie in der Schweiz das Beitragsfinanzierungsmodell von den Löhnen nicht nur Löhne einbezieht, sondern auch Zinsen und Kapitalerträge. Das wird diskutiert, leider in keinem Parteiprogramm, aber da sieht man, die Parteiprogramme sind nicht kurzweilig, sondern kurzsichtig. Also wir müssen auch längerfristig darüber reden, ob wir das System nicht ganz anders finanzieren. Wir haben international funktionierende Beispiele, etwa die Schweiz. Und zu meiner Frage? Stünde es dieser Gesellschaft nicht gut an, wenn wir einen Weg fänden, dass es keine ganz armen Rentner mehr gibt, sondern dass diejenigen, die gearbeitet haben, sagen wir, 850 Euro versprochen bekommen? Ich halte das so für mein Ja für so selbstverständlich gehalten, dass das stimmt, das macht die Qualität einer Gesellschaft aus, dass sie das nicht zulässt und sagt klipp und klar Ja. Ja, ich bedanke mich für diese Runde, bin vielen Menschen, die mir geschrieben haben, noch eine Erklärung schuldig. Wir haben das Thema Beamte kurz angesprochen. Ich habe eine Sendung zu diesem Thema versprochen. Wir arbeiten an diesem Versprechen. Sie werden es nicht glauben. Wir haben sehr ernsthafte Probleme, kundige Kolleginnen und Kollegen zu finden, die sagen, ja, ich kenne mich damit so gut aus, dass ich auch bereit bin, sonntags mittags bei euch zu diskutieren. Aber ich verspreche Ihnen, wir arbeiten dran und wir müssen das dieses Jahr noch hinkriegen. Ansonsten habe ich verstanden, dass wir eigentlich in einer glücklichen Zeit leben. Trotz vereinzelter Armut haben wir eine Rentnergeneration, der es besser geht als denjenigen, die in den nächsten Generationen Rente beziehen werden. Ob da wirklich der Kapitalmarkt der Ausgleich ist, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Ganz sicher kommt die politische Diskussion, was mit Menschen passiert, die von ihrer Rente nicht leben können. Jetzt im Wahlkampf und in der Zeit danach. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Lassen Sie es gut gehen. Willkommen zurück. Presseclub nachgefragt. Im Radio bei WDR 5, im Fernsehen bei Phoenix. Sie kommen jetzt zu Wort. Sabine Heitsch fängt an in Stadthagen. Guten Tag, Frau Heitsch. Guten Tag. Warum werden die Rentenkürzungen aus demografischen Gründen auch bei den Menschen angewendet, die durch ihre Kindererziehung den demografischen Wandel in keinster Weise verursacht haben? Von wem hätten Sie gern eine Antwort? Das ist egal. Wer fühlt sich berufen? Eine klare Forderung, die wird auch diskutiert, die steht übrigens zum Teil auch im Parteiprogramm, dass alles an andere Tätigkeiten, beispielsweise Kindererziehung, bei der Errechnung der Rente viel besser angerechnet werden müssen. Beispielsweise auch Pflegeleistung. Und insoweit haben Sie auf einen wunderbaren, geradezu aber auch ärgerlichen Widerspruch hingewiesen, dass die für den Demografiewandel sorgen, dass die dann, weil sie die Kindererziehungszeit nicht anerkannt bekommen, bestraft werden. Da gibt es richtig dicken Handlungsbedarf. Ich kann Ihnen da nur zustimmen. Karin Überscher in Dresden ist die Nächste. Frau Überscher, Gruß nach Dresden. Guten Tag in die Runde. Tag. Hier ist Frau Überscher. Ich habe eine Frage, der Herr Higgins sprach das schon an. Und zwar, warum kann man nicht Gesetze erlassen, indem eben jeder Bürger einzahlt in die Kassen, ob das jetzt die Rentenkasse ist oder Krankenkasse ist. Warum geht das so schwierig vonstatten, obwohl eben bei den kleinen Menschen im Land, wenn Gesetze erlassen werden, die eben dem Staat gut kommen, das geht ruckzuck und hier braucht man ewig lange oder kommt überhaupt. Warum kann man sich in bestimmten Situationen der Zahlungspflicht entziehen? Sie haben das ja eben selbst gesagt, dann gibt es einen Anreiz, dann zahle ich halt gar nicht mehr in die Rentenkasse, suche Wege. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, weil das eben, also die gesetzliche Rentenversicherung ist eben an die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gekoppelt. Da zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer rein, die müssen das. Und wer dann zusätzlich noch freiwillig einzahlen möchte, das sind dann zum Beispiel manche Selbstständige, die in der Künstlersozialkasse versichert sind und so. Aber viele oder die meisten Selbstständigen müssen es eben nicht und die Beamten müssen es auch nicht, weil die Beamten haben ja ihre eigene Versorgung. Und wer viel verdient, also wer über der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze liegt, der muss vom mehr verdienten Geld auch nichts mehr zahlen. Das stimmt. Das
gibt natürlich auch eine Diskussion, die Beitragsbemessungsgrenzen anzuheben oder abzuschaffen. Dann haben wir natürlich eine sehr viel größere Belastung von hohen Einkommen. Das ist wie eine Steuererhöhung. Also das muss man halt diskutieren. Das ist eine kleine Korrektur der Progression bei der Steuer. Das kann genau. man schon so sagen. Also wenn wir das machen würden, dann würden wir Leistungsträger eben stärker belasten und vermutlich auch, auch zu Beschäftigungseffekten kommen, müssen wir schauen. Aber man kann natürlich, und ich wäre, glaube ich, dafür, die Versicherungspflicht auch auf Selbstständige erstrecken und auch auf Beamte. Ich habe zwei Fragen aus dem Pressebuch bei, Gästebuch bei presseclub.de, wo es brummt schon seit Freitagabend. Frau Völpel, vielleicht können Sie das beantworten. Renate Stock, 70 Jahre, fragt: Es belegen alle Statistiken, dass die Lebenserwartung und somit die Rentenbezugsdauer der körperlich schwer Arbeitenden viel niedriger ist als zum Beispiel die von Akademikern. Warum wird das bei der Rente nicht berücksichtigt? Und zum Beispiel, wenn jemand gesundheitlich bedingt früher in Rente muss, die Kürzung einfach geringer gewählt? Das ist ein heißes Eisen, weil letztendlich ja tatsächlich auch in der gesetzlichen Rentenversicherung eine Umverteilung stattfindet. Von den Menschen, die sozusagen durch schwere körperliche Arbeit in Rente gehen, dann aber nicht so lange Rente beziehen wie Menschen, die nicht so schwer gearbeitet haben und sehr viel länger Rente beziehen können. Es gibt ja die Diskussion, die steckt allerdings völlig in den Kinderschuhen, ist hier mal auch aufgemacht worden vom Forschungsinstitut IAQ, sich zu fragen, müssen wir nicht zu differenzierten Altersgrenzen kommen? Das heißt, muss nicht derjenige, der wirklich schwer arbeitet, tatsächlich früher aus dem Beruf aussteigen dürfen? Und zwar nicht über eine Erwerbsminderungsrente, wie das jetzt passiert, sondern über ein anderes System, wo das nicht individuell geprüft wird. Aber das ist ein wahnsinnig schwieriges Unterfangen. Es ist sehr anspruchsvoll. Und ich würde antworten, ja, es ist nicht fair, dass solche Leute dann mit den Abschlägen in Rente gehen müssen. Aber ich glaube, Einzelfallgerechtigkeit herstellen zu wollen, das leuchtet zwar immer ein, aber es ist sehr schwer, weil in der Konsequenz müsste man dem Raucher die Beiträge erniedrigen, senken, weil der stirbt ja auch früher. Also das ist nicht nur eine alberne Bemerkung, aber das zeigt, in welche Konsequenz man dann reinkommt. Ja, ich empfinde, so wie Sie es geschildert haben, das eigentlich als eine Frage der Gerechtigkeit, nur es gibt natürlich auch Menschen, die am Schreibtisch sitzen und trotzdem jung, psychisch krank sind, weil der Beruf sie drückt. Also insofern, wie Sie es gesagt haben, wie kann man es bewerten? Es geht gar nicht nur um körperliche Schwerarbeit. Ich würde gerne weiter. Okay. Sie können mir vielleicht die nächste Frage beantworten. Okay. Gertrud, 60 Jahre, schreibt: Unsere Rente war und wäre sicher, wenn sich unsere Politiker die ehrlich durch Arbeit erwirtschafteten Beiträge auch ausschließlich nur an Rentner als Rente auszahlen würden. Fremdleistungen, die die Allgemeinheit finanzieren müsste, bezahlen die Pflichtversicherten allein. Ja, das ich frage, richtig. Stimmt das? Also ist es richtig, dass aus dem großen Rententopf viele versicherungsfremden Leistungen bezahlt werden? Zum Beispiel sind Erziehungszeiten auch versicherungsfremde Leistungen, weil sie nämlich nichts mit Arbeit zu tun haben, sondern mit Erziehung. Das ist ein großer Topf, in den allerdings auch 80 Milliarden Euro Steuergeld aus dem Bundeszuschuss, das ist der sogenannte Bundeszuschuss aus dem Bundeshaushalt, reinfließt. Und das wird so gesagt, ja okay, das ist eben das Geld, womit wir die Versicherung und geht das auf? Also 80 Milliarden ist ja ein gigantischer Betrag. Mhm. Also die Steuerzahler beteiligen sich mit 80 Milliarden jedes Jahr am Rentensystem. Ja. Sind diese 80 Milliarden mehr oder weniger als diese sogenannten versicherungsfremden Leistungen? Da haben Sie, Versicherungsfremde Leistungen, wenn man alles zusammen, sind ungefähr 100 Milliarden. Okay. Dann gehen wir nach Bad Lippspringe. Danke für den kompetenten Einwurf. Sabine Wolf ist die Nächste. Guten Tag, Frau Wolf. Ja, guten Tag. Ich hätte mehrere Fragen. Und zwar, ist es nicht so, dass man, wenn man den Leuten eine gescheite Rente zahlen will, die sie ja nicht nur bekommen, sondern die zahlen ja auch in die Rentenkasse ein. Das ist ja nicht etwas, was ihnen nur gegeben wird. Ist es nicht so, dass dann auch gescheite Löhne gezahlt werden müssen? Und die Löhne, die jetzt zum Beispiel Familien mit Kindern bekommen durch das Ehegattensplitting, dass das aufgehoben werden müsste. Dann, wir haben 4 Kinder, die sind jetzt zwischen 30 und 25. Unser ältester Sohn, der hätte gerne Kinder, verdient als Groß- und Außenhandelskaufmann 1.800 Euro und seine
Lebensgefährtin studiert noch Medizin. Das heißt, die kriegen also jetzt keine Kinder, weil sie sich die nicht leisten können. Meine Töchter haben zwei Ausbildungen gemacht. Eine hat eine Hauswirtschaftslehre gemacht, dann eine Hotelkauffrau-Lehre und die andere hat eine Lehre zur Krankenschwester gemacht und vorher eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Die verdienen jetzt 1.500 beziehungsweise 1.200 Euro netto. Also was sollen die später mal für eine Rente kriegen? Ganz zu schweigen von meiner Rente. Ich habe 4 Kinder erzogen und habe halbtags gearbeitet, bin jetzt 55 und bekomme natürlich auch keine Rente. Schon, aber eine minimale Rente. Ja. Und mein Mann und ich, wir haben jetzt noch ein Haus gebaut und das ist unsere, sozusagen meine Altersvorsorge, die dann wahrscheinlich aufgefuttert wird von unserer Pflegekasse. Also, Frau Wolf, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie aus Ihrer Familie das so konkret geschildert haben. Und ich habe den Eindruck, das ist eigentlich ein Appell oder eine Beschreibung dessen, wo die berufliche Realität, der Alltag im Beruf und die Frage, wie entwickelt sich Familie, ganz unmittelbar zusammenhängen. Ich glaube, das bedarf gar keiner Antwort. Ich glaube, da können sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ihren Teil denken. Danke für Ihre offenen Worte. Wir gehen nach Gifhorn. Ingrid Petersen ist die Nächste. Guten Tag, Frau Petersen. Guten Tag an die Runde. Ich denke, es gibt eine ganz einfache Alternative, indem man die Beitragsbemessungsgrenzen einfach abschafft. Es wird dann natürlich immer damit gedroht, dass das Arbeitsplätze kostet etc. pp. Diese Drohung, die kann man bald nicht mehr ernst nehmen. Ich denke mal, das wäre die einfachste Alternative, dass man bezahlt bis zum Ende. Das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass nun die Leistungsträger an Armut leiden. Ganz gewiss nicht. Denn ich verdiene seit 1985 immer über der Beitragsbemessungsgrenze. Ich würde gerne mehr bezahlen. Dafür hätte ich dann später auch eine höhere Rente. Oder anders, man kann den Beitragssatz senken, wenn alle mehr bezahlen müssten. Und Frau zum Petersen, Zweiten, ja. Frau Marschall, es hat nicht jeder ihren Intelligenzquotienten. Und Geld im Ausland anlegen ist eine sehr riskante Sache. Ich bin sehr viel im überseeischen Ausland beruflich tätig und ich weiß, wie die Renditen dort sind. Ich weiß aber auch, wie unsicher diese Länder sind. Ich danke Ihnen. Frau Petersen, ich danke Ihnen. Diesen zweiten Punkt lassen wir einfach mal so stehen. Ich würde gern auf den ersten zurückkommen, weil Frau Petersen sozusagen Kosten und Nutzen auch aufgezeigt hat. Also, die Beitragsbemessungsgrenze bedeutet, dass man über 3.600 Euro oder so? Über 5.000 Euro nicht mehr in die Rentenversicherung zusätzlich einbezahlen muss. Jetzt sagt Frau Petersen, die Probleme der Rentenkasse wären vielleicht ein Stück geringer, wenn man das einfach auflösen würde. Also das ist eine Illusion. Wir waren uns vorher ja ein bisschen einig, dass natürlich Beitragsbemessungsgrenzen willkürliche Grenzen sind, keine Frage, die vielleicht eher Effekte am Arbeitsmarkt haben sollen, eben Korrektur der hohen Progression. Was man aber nicht vergessen darf dabei, ist, dass natürlich auch die Auszahlung, also die Rente, sich auch nicht über die Beitragsbemessungsgrenze, also man kriegt nur von der Beitragsbemessungsgrenze hinterher, hat man Ansprüche auf eine Rente. Deswegen heißt es eben nicht, dass der leitende Angestellte entsprechend eine hohe Rente bekommt und nur bis zum gewissen Beitrag einbezahlt hat. Aber insgesamt ist es eine Illusion zu meinen, das sei die Sanierung der Rentenkasse, weil in der Tat die Auszahlungen dann ja auch höher werden, wenn der leitende Angestellte vom gesamten 20% zahlen muss. Wäre das ein Nullsummenspiel? Ob das ein Nullsummenspiel ist, das kann ich jetzt auf die Schnelle nicht sagen. Was man aber sagen kann noch dazu, ist, dass es ja bei den Gedanken über solche Reformen durchaus den Ansatz gibt, zu sagen, man müsste natürlich auch die Auszahlungen dann deckeln. Also es geht natürlich nicht darum, sozusagen. Die sollen mehr einzahlen, aber kriegen hinterher weniger. Nicht weniger. Proportional äquivalent müssen sie doch kriegen. Darf ich einen Zusatz machen? Beitragsbemessungsgrundlage abschaffen mit den Problemen, die Sie zu Recht gesagt haben, aber gleichzeitig überprüfen, ob man die Beiträge nur noch von den Löhnen, sondern von anderen Kapitalerträgen, weil ich dann insgesamt den Beitragssatz senken könnte. Das ist die Idee, dass dann das ist eine verkappte Steuererhöhung. Dann sagen Sie es doch lieber offen. Ihr Einwurf, Frau Völpel, hat für Empörung gesorgt, aber er beschreibt natürlich genau den Punkt, denn
Es geht um die Frage, bietet man besser Verdienern an, einfach mehr Geld im Rentensystem anzulegen? Oder bittet man besser Verdiener zur Kasse? Das wäre dann im Grunde wie eine Steuer, nicht? Also ich zahle mehr ein, aber bekomme nicht weniger, nicht alles dafür raus. Ne? Genau. Gut, ich wollte es nur zuspitzen. Und jetzt gehen wir ganz zum Schluss nach Flörsheim zu Hermann Abelius. Guten Tag, Herr Abelius, Sie sind dran. Ihre Frage oder Ihre Anmerkung? Ja, guten Tag, schönen Gruß an die Runde. Meine Frage ist dahingehend, ich kannte es schon früher, dass die Arbeitgeberanteile 50% betrugen. Durch die Freundschaft mit Herrn von Schröder, mit dem damaligen AWD-Chef, haben sie sich was ausgedacht. Die Biesterrente, das ist in meinen Augen Betrug, es sei denn, der Arbeitgeber würde davon die Hälfte bezahlen. Ansonsten sollte man zurückgehen auf die 50-prozentige den Beitragsanteil der Arbeitgeber. Und das andere, was eben angeklungen war, mit einer Bitte an die Besserverdienenden. Nein, Schweizer Modell, alle. Wenn jemand von der Deutschen Bank 20 Millionen im Jahr verdient, dann soll er davon auch seine 20% Rentenversicherungsbeitrag bezahlen, kriegt natürlich nicht die Rente auch raus entsprechend, sondern das wird dann eben verwendet, um die eventuell Mindestrente zu erreichen. Aber ist angekommen, haben wir gerade diskutiert, ist das, was Frau Völbel gefordert und Herr Hank mit Empörung, auf Frau Marschall mit Empörung abgelehnt hat. Es gibt einen neuen Punkt, den er angesprochen hat, den wir überhaupt noch nicht angesprochen haben. Die klassische Prinzip der paritätischen Finanzierung bei der Gesetzgebung, die Hälfte zahlt Arbeitgeber, die Hälfte sagt Arbeitnehmer, ist 2004 aufgekündigt worden, weil die erzwungene gesetzliche die sozusagen per Gesetz erzwungene private Kapitalvorsorge, da ist der Arbeitgeber nicht mehr dran beteiligt. Und darüber wird, deshalb wird gesagt, das paritätische Prinzip sei durchbrochen. Und das, finde ich, muss aber man diskutieren. Die Zuschüsse für Riester finanziert er ja doch auch mit, weil irgendwoher kommt es doch. Bei Weitem viel weniger, aber im Prinzip ist es schon richtig. Also ich würde ganz gern so überwältigend ganz gern noch mal sagen, also ich finde, wir können volkswirtschaftlich richtige Reformen nicht in Frage stellen, weil es immer Einzelfälle oder Ungerechtigkeiten, Verteilungsungerechtigkeiten gibt. Deswegen können wir nicht volkswirtschaftlich richtige Reformen, die wir für alle gemacht haben, immer wieder in Frage stellen, sondern müssen irgendwann auch mal sagen, okay, das war gut und wir gucken weiter in die Zukunft. Wir gucken nicht zurück, wir gucken in die Zukunft. Wobei wir an diesem Tisch Uneinigkeit darüber haben, ob es eine volkswirtschaftlich richtige Reform war, die private Vorsorge zu einem wesentlichen Bestandteil zu machen. Also das kann man nicht als richtig oder falsch bezeichnen. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Und ich will zum Schluss einfach noch mal diesen Punkt vertiefen, den wir jetzt in zwei Anrufen hatten. Die Frage, ob sich die stärkeren Schultern noch stärker oder stärker an der Rente beteiligen. Da gibt es den Wunsch, also als deutscher Bankvorstand, ich zahle von meinen 10 Millionen auch 20% Rente. Anders steht es in Wahlprogrammen von Linken, Grünen und SPD, nämlich Erhöhung der Steuern für Vermögende oder sehr stark Verdienende. Das läuft, da sind wir uns, glaube ich, einig, auf das Gleiche hinaus, dass nämlich die starken Schultern mehr zur Finanzierung beitragen. Wenn man das machen will, das systematisch besser wäre es, über das Steuersystem zu machen als über Beiträge. Definitionen heißt Steuer bei uns. Bedanke mich und wünsche noch mal einen wunderschönen Sonntag. Bis nächste Woche.